Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zum Baldur's Gate. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, wir sind in einem Laden drin und werden diesmal nichts klauen. Weil hier sehen uns Leute zu. Zeigt mir ein hübsches Süppchen Gold und ihr könnt alles haben, was auf Lager ist. Ich habe das Gold, aber habt ihr etwas, das ich brauchen könnte? Ja, nein. Worum geht, wie ihr wünscht? So, hier draußen in den Fässern können wir gucken. So, Geschäft und Zählhaus. Geld. Was ist hier drin? Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Geh mal spicken, Safana. Hier drin ist nichts. Aber natürlich, Schätzchen. Nichts. Und hier drin gibt's nichts. Okay. Ja? Ich werde mich im Handum wie ihr. Eine verlassene Bude. Oh. Die Geschichten vom letzten Marsch der Riesen. Warum, wenn nicht unbedingt? Das heißt, wir haben diesen Stadtteil jetzt mal fertig. Also den unteren. Zum oberen kommen wir nur von der anderen Seite aus. Das heißt, wir reisen hierher zurück. Sind jetzt wieder hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, der Bürger und die Kurtisane lassen mich nicht an das Fass ran. Schutzformel. Ein Fluch der Dummheit. Juhu. Gut. Ja, all die Dinger hier führen in die Diebesgilde. Was ich lustig finde, ist, dass das einfach angezeigt wird. Eingang zur Diebesgilde. Niklos. Was war Niklos nochmal für einer? Nehmen wir einfach mal die Diebesgilde. Ihr da, was tut ihr hier? Ihr solltet hier verschwinden. Ne, ihr wisst das Kennwort. Kennwort? Was für ein Kennwort? Bei den Hören, wovon sprecht ihr? Ihr seid am falschen Ort, Kollege. Ich würde verschwinden, solange es noch geht. Ich mag nicht in der Lage sein, ein paar gut ausgerüstete Abenteurer zu stoppen, aber wenn ihr irgendwelchen Ärger in der Gilde sucht, dann erwartet euch nicht, hier an einem Stück rauszugehen. Okay. Ich werde mich im Handum, wie ihr wünscht. Also, weg von der Diebesgilde. Silenzes Laden. Waren wir in dem schon? Wie ihr wünscht. Ein Schurke. Hi. Hallo, mein Freund. Ihr da, hört mir mal kurz zu. In diesem Haus gelten bestimmte Regeln, die ihr kennen müsst. Das hier ist das sogenannte Heiligtum und es steht unter dem Schutz von Silenz persönlich. Wenn ihr irgendetwas
ausfrisst, habt ihr alle Diebe, Meuchelmörder und sonstigen Halunken im Umkreis von 1000 Meilen auf den Hals. Ich weiß nicht, welcher Zauber dieses Haus zum sicheren Zufluchtsort macht. Ich weiß nur, dass es der einzige Platz ist, an dem sich Gesetzesbrecher aller Art mal so richtig ausschlafen können. Ihr befindet euch hier auf neutralem Boden, seid also friedlich und führt euch anständig aus, sonst kriegt ihr von Silenz ein lebenslanges Hausverbot aufgebrummt. Hallo, mein Freund. Ja, das heißt, wir könnten nicht einfach rasten. Nö. Achso, da war noch jemand. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Silenz, da Wollt bist ihr du. ein Freund sein oder wollt ihr sterben? Kinder der Nacht auf Abwägen. Habe ich recht? Nur ihr seid willkommen, sofern ihr euch zu benehmen wisst. Für gewöhnlich der Schutz, den wir unseren Gästen gewähren, seinen Preis, der sich pro Kopf berechnet. Und darüber will ich heute einmal hinwegsehen. Ich wünsche euch dann einen angenehmen und vor allem sorgenfreien Aufenthalt. Hier kann man Ume als Bauer schlafen. Nee, danke, brauchen wir gerade nicht. Sänger der Nacht, gebt mir Ume, nur Kraft. ihr braucht aber mal einen Heilzauber. Nur zu fragen. Schlafende Frau, Kurtisan, Bürger. Sucht euch eine Scheune und nicht eine offene Unterstellung für das. So, hier würde sie den südlichen Stadtteil Ich gehen. werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also den südwestlichen Stadtteil. Das ist die Elfgesangtaverne. Die ist auch relativ groß. Hier ist ein Wohnblock, hier können wir nirgends rein, soweit ich weiß. Dann gehen wir jetzt mal in allerlei Zauberei dann rein. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, das ist nicht die Treppe in ein zweites Stockwerk, sondern einfach nur eine Treppe. Da ist die Treppe in das nächste Stockwerk. Werden wir erstmal mit ihm. Ja, Kumpel. Ah, ein erschöpfter Abenteurer. Die Straßen dieser hübschen Stadt sind mit Nagen gesäumt, nicht wahr? Und zwei der größten davon sind Archeon und Nymphäre. Nekromanten, die sich über Klunker und Flitter von wenig Wert oder Nutzen streiten. Lasst euch sagen, die beiden bringen euch nur Ärger ein. Besser ihr haltet euch von ihnen fern. Ein Priester namens Ordulian hat eine merkwürdige Warnung über zwei Nekromanten ausgesprochen, die in einen kleinen Streit verwickelt sein sollen. Sie heißen Archeon und Nymphäre, und man hat mir geraten, ihnen während meines Aufenthalts in Biostorz den Weg zu gehen. Ja. Wen haben wir denn da? Wollt ihr mal die Waren vom alten Halbsa sehen? Da macht schnell und keine Schwierigkeiten, wenn wir über die Bezahlung reden. Ihr wusstet ja schon beim Reinkommen, dass meine Waren magische Kräfte besitzen. Hervorragende Waren verdienen auch einen hervorragenden Preis. Dann lasst mich mal sehen. Eine Streitaxt plus 1 wäre mal was nicht schlecht für ihn hier. Ein Todespfeil, ein einziger. Wird ein Ogre Magus getroffen, stirbt dieser sofort. Ja. beißender Pfeil, Pfeil des Zauberbruchs, Feuerpfeil. Stärketränke. Schutzformeln. Hier wird's dann interessant. Hellsehen brauchen wir nicht. Person festhalten und Auffindbarkeit verlangsamen. Geisterrüstung, Eissturm, Tote beleben ist immer nett, ist aber fünfter Grad, da sind wir noch weit von entfernt. Melfs magische Meteoriten ist dritter Grad, okay.
Magisches Geschoss. Verschwimmen. Böses entdecken. Unsichtbarkeit. Gesinnung erkennen. Glück. Kaufen wir mal ein Spiegelbild. Hast ist dritter Grad, ist aber teuer. Kaufen wir aber trotzdem mal eine Hast. Schutz vor normalen Geschossen, Monsterherbeirufung, Chaos, Selbstverwandlung, Teleportationsfeld, Otolikos elastische Kugel, Stäbe. Gucken wir mal, was könnten wir Nera noch gönnen. Einmal Schutz vor normalen Geschossen wäre nicht schlecht. Elf-Säurefall wäre auch nicht schlecht. Geringe Zauberabwehr, Untote festhalten. Ein Eissturm ist vierter Grad. Ja, ein Eissturm nehmen wir. So, jetzt wird aber erstmal ein Quicksave gemacht, weil jetzt wird ein Zauber gelernt. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Quick Save. Nera. Nein. Laden. Und wieder laden. Hat geklappt. Sicher sich ein Quick Save machen. Genau. Weil dann geht's genau dann schief. So. Gut. Dann können wir mal kurz unsere Zauber neu sortieren. Den nehme ich mal raus, Schutz vor Versteinerung, weil wir haben im Augenblick nichts, was uns versteinern könnte. Panzer. Panzer oder Schild? Schild wäre nicht schlecht. So. Stärke um 11 Säurefall bleibt erstmal. Flammenfall bleibt auch. Und 4 haben wir nichts. Gut. Dann Nera. Schutz vor Versteinerung kann erstmal auch raus. Und eine gewagte Hexerei kann rein. Ja, Chaos-Schild bleibt drin. Furchtbann bleibt. Furchtbann kann mal raus. Furchtbann kann raus und dafür ein Säurefall rein. Das bleibt alles, wie es ist. Und hier kann eine Steinhaut raus und ein Eissturm raus. Gut. Bei ihr mal kurz gucken. Sie hat hier ja ein Furchtbann und Heilung und einmal Segen. Sollte hier reichen. Gift verlangsamen. Ich weiß nicht, Gesang war immer komisch. Deswegen lassen wir Gesang mal. Das hier ist auch in Ordnung. Magie fehlwirken. Wenn ein Wesen von diesem Zauber getroffen wird, wäre es ihm fast unmöglich zu zaubern. Scheitert das Wesen bei einem Rettungswurf mit einem Malus von -2 gegen Zauber, hat es für die Wirkungsdauer von Magie fehlwirken. Jedes Mal, wenn er einen Zauber einsetzen möchte, hat er eine Chance von 80%, dass der Zauber fehlschlägt. Hält eine Minute. Naja, vergiften können wir hier rausnehmen und könnten dafür. Ah,
Ah, die Gruppenmitglieder sind gegen Furcht immun, aber es kann durchaus sein, dass die Aura dennoch irritierend auf sie wirkt. Heilige Kraft. Dieser Zauber führt den Anwender mit heiliger Kraft, wodurch er die Fähigkeit des Kämpfers gleichen Stufen erhält. Seine Stärke wird auf 18.00 gesetzt, auch wenn sie eigentlich höher ist, und er erhält ETW nur eines Kämpfers der gleichen Stufe, sowie einen temporären Trefferpunkt je Stufe. Ja.